Herzlich willkommen bei Wing Passion. Heute eine weitere Trockenübung. Wir wollen als Anfänger Gefahren vermeiden. Das heißt, wir kommen manchmal in Situationen, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen und auch, es auch gar nicht können. Selbst wenn wir wissen, was zu tun ist, wir können es noch nicht. Und den Fehler, den die meisten begehen, ist zu verkrampfen, alles festzuhalten, Augen zu und durch. Und das ist natürlich nicht das Richtige. Das Vernünftigste ist immer, dass man dann kontrolliert einfach den Wing loslässt und nach hinten sich vom Board runterfallen lässt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Boot entgegenkommt oder ein anderer Surfer, Wassersportler liegt dir im Weg, dann lässt du einfach los. Ich möchte euch das einmal zeigen. Wir sind also, es ist eigentlich im Grunde genommen egal, ob wir schon feulen oder noch in Gleitfahrt sind, sind also unterwegs und wir können den Wing, wenn Gefahr droht, einfach loslassen. Der Wing wird in Lee verschwinden. Wir haben ihn an der Leash fest. Wir lassen ihn also einfach kontrolliert los, können hier einmal mit der hinteren Hand mit nach vorne gehen, lassen den Wing einfach fallen und hüpfen auf der anderen Seite vom Brett runter. So im Wasser angekommen, können wir dann warten, bis die Gefahr vorbei ist, können wieder auf das Brett krabbeln und wieder mit dem Starten beginnen.